Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal Echo. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen. Aber ja, meine Festplatte, die wollte das nicht so. Das Problem ist, wir haben jetzt, wir sind natürlich nicht im Ranked Game. Echo kann ich nicht so gut momentan. Mal gucken, vielleicht lerne ich das noch. Wir spielen also in so einem Teammate-Game. Aber das ganz entspannt. Das mit meiner Festplatte war sehr ärgerlich. Ich erzähle einfach mal die Story. Folgendes, ich hatte von der Uni her ein Projekt, für das ich Fotos machen wollte. Bin dafür 200 Kilometer woanders hingefahren, einen Kumpel besucht, da mit dem Fotos gemacht. Und war dann wieder daheim. Hab die Bilder runtergezogen von der SD-Karte auf die interne Festplatte. Wollte sie anschließend doppelt sichern, aber hab mir gedacht, okay, gehst du erstmal duschen? Ja. Bin duschen gegangen, hab das Handtuch draußen vergessen und das lag auf so einem langen 2 Meter Seitenbrett von einem Bett, was ich gerade hier zur Zeit abgebaut hatte. Ja, und zieh das Handtuch von dem Bett runter, Brett fällt um, auf den Laptop. Ja. Hat die Festplatte nicht so gut gefunden. Haben auch das eine oder andere dann versucht, um sie zu retten, aber irgendwie klappt das nicht so gut. So, mal gucken, was hier drüben jetzt abgeht. Okay, hier ist noch einer. Dann lassen wir das Ganze mal. Weil ich befürchte fast, der andere Echo wird besser sein als wir, aus dem einfachen Grund, der hat einen Skin. Leute mit Skins sind immer besser. Das ist eine ganz schöne Attacke, geht rein, macht ein bisschen Schaden und ja, das Lustige, das Special ist, wenn Echo den gleichen Target, oh, so viel zum Thema, der ist besser als wir. Wenn Echo den gleichen Target dreimal trifft, dann macht er extra Damage, das ist hier das Passive. Also hier absoluten Schaden plus Magic Power. Nein, geh weg. Ich will keinen Schaden bekommen. Gehst du weg. Okay. Das Ganze wird hier hoffentlich noch nicht problematisch werden. Mal gucken, dass wir Farm bekommen. So, als nächstes machen wir unseren Dash. Damit können wir irgendwo hin dashen. Und wenn wir, zeige ich euch gleich. Wenn wir irgendwo hin dächen, können wir von da aus dann auf den nächsten Target springen. Im gewissen Umkreis natürlich nur. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Sieht dann so aus. Und so. Und dann machen wir halt auch da wieder mehr Schaden. Was der gerade an uns auch demonstriert hat. Hätte ja nicht sein müssen, ja. Du musst mir nicht immer zeigen, was man mit Echo machen kann. Da ist der Dicke gestorben. So, das ist das Nächste, weil das, also wieder hier das Q, weil das Q ist sehr schön, um Lanes zu clearen. Und so ein bisschen Farm zu bekommen, ist eigentlich eine nice Sache. Da kann man sich nicht beschweren, würde ich mal behaupten. So, will der mich jetzt baiten, oder was? Nein, ist. So, das, was der gerade gemacht hat, ist die W. Wenn er da rein dasht, explodiert das Ganze und man ist gestunt. Ansonsten slowt das einen nur. Und, ja. Das gibt ihm auch noch ein Schild gegen Magie. Daher muss man da ein bisschen aufpassen. Und wir dashen da auch raus. Juhu, wir sind nicht Vollspread geworden. So, wir skillen das jetzt einfach mal. Mana sieht gerade auch ein bisschen bescheiden aus. So, da war mal gestunt, habt ihr gesehen. Wir machen dem definitiv nicht genug Schaden. Das ist nicht gut. Wir kaufen uns erstmal noch ein bisschen AP. Ein Potion, ah, kann auch nicht schaden. Ich meine, ich hasse es generell schon, gegen gleiche Champs zu spielen. Aber dann auch noch mit einem Champion, den ich nicht so perfekt drauf habe. Das ist eher weniger Premium. Und mein Team fehlt auch gleich mit. Gut. Dann müssen wir uns gar nicht schämen. Dann geht's allen hier so. Wunderbar. Jetzt bin ich ja ganz erleichtert. So.
Rumble hat einen übertrieben geilen Ping, wie ihr im Chat lesen könnt. 282 Premium. Da geht einiges. Einiges geht da. Ich bin ja froh, dass unser Ping momentan ganz gut ist. Auch wenn die Frames zu wünschen übrig lassen. Aber man kann nicht alles haben. Ich will mich gar nicht beschweren. Ich finde es schon gut. Der Ping ist in Ordnung. So, farmmäßig. Ja, 23, der hat mehr als wir. Hat auch noch einen Kill bekommen an uns. Premium. Alles sehr Premium. Aber, hier nochmal Ping, der ist immer noch weg. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß es einfach nicht. Da ist er. Toll, jetzt bin ich auch noch reingelaufen. Ganz großes Kino. Aber wir haben diesmal mehr Schaden an ihm gemacht, als er an uns. Obwohl er theoretisch schon mehr Schaden machen kann. So, erstmal ein bisschen Schaden verursachen. Das hier wieder skillen. Kriegen wir den? Nein, den will ich doch gar nicht. Den will ich, genau. Jetzt will ich den. Ach, schade. Toll. Ja, du willst gar nicht kommen. Du willst gar nicht kommen. Geht doch. Geht doch. Ich weiß doch, dass du gar nicht hin... Oh, das ist das Ulti. Als Ulti hat man eine zweite Version von sich hinterherlaufen, die 5 Sekunden, 4 Sekunden hinter einem läuft. Und das Problem ist, wenn der sich dahin stellt, wo seine Ulti ist, also wenn er seine Ulti aktiviert, dann landet er da, wo er halt vor 4 Sekunden war und macht dabei guten Damage. Haha. Und nochmal durch. Na komm, schade. Ich brauche hier definitiv Assist me. Wir brauchen Hilfe. Wir haben nämlich keine Mana mehr. Ist ein bisschen kritisch. Mana wäre eine schöne Sache. Ich gehe gewiss nicht dahin, wo dein Typi sitzt. Das habt ihr gesehen, das war die Ulti. Schade. Jetzt haben wir auch unsere Ulti. Wenigstens etwas. Hier noch ein bisschen Farm einsacken. Komm schon! Nein. Ist aber auch immer alles kritisch hier. So. So, sprich beim zweiten Mal berühren. Und der dritte. Das war doch jetzt der dritte auch auf dem. Gut, jetzt gehen wir mal zurück und holen uns erstmal ein bisschen Mana wieder zurück. Weil Mana ist eine schöne Sache. So. Schuhe holen wir uns auch mal. Haben wir ein bisschen mehr Lauftempo. Das kann definitiv nicht schaden. 2 Potions. Bin ich doch wieder glücklich. Der hat, ja, 12 mehr Farm als wir. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, geil. Geil. Richtig Premium. Richtig Premium. Ist er so gekauft? Ja, der ist uns ein bisschen voraus, was Damage angeht. Aber nicht im Movement Speed. Erstmal reinhauen. So. So sieht's aus. Wir tun es den harten Weg. Nee, wir präferieren natürlich die schwierigere Lösung als echter Echo. So sieht's aus. Wir kommen ran. Wo ist mein Echo? Wo ist mein Echo? So, hier noch ein bisschen. Jetzt gehen wir das mal weiter. So. Übrigens, wo ich vom Uni-Projekt gerade gesprochen habe mit den Bildern. Ich habe Porträtaufnahmen von Obdachlosen gemacht. Eine sehr interessante Sache, muss ich sagen. Einfach mal, weil man extrem viele interessante Geschichten hört. Weil... Oh, was da Leute teilweise unter der Brücke leben, sozusagen. Krasse Sache. Nein, 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 du willst mir gar nicht nachlaufen. Du bist tot, du bist tot. Und du bist auch tot. Bitch, ich werde nicht gedived, ja? Dann wird dir direkt mal gedouble-killed. So sieht's aus.
Okay, warten wir auf die 1600 oder kaufen wir uns Schuhe, ist die Frage. Ich würde sagen, wir warten auf die 1600. Wir warten auf die 1600. Es könnte zwar ein Fehler sein, aber wir tun es jetzt einfach mal. No risk, no fun. Definitiv der Fall. Jo. Jetzt laufen wir ganz entspannt dahin. Oh, ich muss gleich hier erstmal noch eine neue Folge American Horror Story gucken. Vorhin angefangen. Ist bei der vierten Folge oder so. Geile Sache, gefällt mir. Ich bin ein Horror-Fan. Das ist echt nicht schlecht. Wow, übertreib halt. Gut, ich noch meine beiden Trinkets da. Erstmal aktivieren. Ich könnte Hilfe gebrauchen. So ein kleiner Gang. Unter Freunden. Das Blöde ist halt, diese Ulti lädt eigentlich ziemlich zum Tower-Diven ein, weil man ist halt relativ schnell wieder da, wo man war. Es ist so ein bisschen wie Leblanc, Attacken. Die Leblanc-Sprünge. Gut, wir haben unsere Ulti aber auch wieder. Sprich, Leben wird jetzt erstmal ein bisschen nebensächlich. So, eins, zwei... 3. Komm schon, aktivier dich, Ulti! Sehr schön. Und tschüss. Nein! Wir sind genau dahin gegangen, wo er herkam. Das war weniger Premium. Hacker, why not go in sooner? No flaming. Sind hier Pussys unterwegs, dass man auch erwähnen muss, dass man nicht flamed oder was? 2, 3, 1. Na, habe ich schon schlechter gespielt. Aber auch schon besser. Okay, uns fehlen noch 80 Gold. Ist ein bisschen doof jetzt. Geh mal du wieder da runter, ja? Müssen wir direkt mal ankündigen. Wir jumpen, rollen derweil. Nach vorne. Was passiert da unten so? Der macht auch 100 pro gerade den. So, erstmal hier ein bisschen Randale schieben. So sieht's aus. Echo der Boss. Ist wie Echo Fresh hier. Ja, kickst du mich erstmal raus, finde ich sehr schön. Toll. Ganz toll. Das war dumm. Hätten wir nicht hingehen sollen. Ja. Ich weiß. Wie war das? Selbsterkenntnis. Ich meine, die haben 8 Kills und die Hälfte davon bin ich. Uncool. Aber wir haben auch keine Jungle-Hilfe bekommen. Der dächt dich weg. Mäuschen. So, ein bisschen aufpassen. Richtig. Ach, jetzt kommt der Hacker immer, wenn ich nicht da bin. Gute Sache. Gute Sache. Auf, komm, mach ein Blatt. Mach ein Blatt. Gut. Verpiss dich. So, weg da. Papa ist jetzt da. Papa Styler. Papa Hehe Styler. So. Jetzt sag mal so, der Tod eben war dumm. Die ersten, ja, ist halt mit diesem scheiß Gegenke. Ein bisschen ätzend. Ja, komm, komm. Bam, habe ich ein Schild. Ja, du erreichst mich eh nicht. Oh. Mach dir auch noch Schaden. So, erstmal ein Potion. Guck mal, ich könnte jetzt Hilfe brauchen. Guck mal, hier sind 2 Stück auf meiner Lane. Eine Hackerin interessiert es aber ein Scheißdreck. Der geht lieber woanders hin. Gut, mache ich erstmal Minions.
Wir haben hier einen Miss. Oh, what the fuck? Premium Ward Placement nennt man das hier. Das ist ganz neue Meta. Ich weiß, das kennt ihr noch gar nicht, aber es ist halt auch extrem neu. Ja, beide die gleichen Moves. Ich liebe es. Und da habe ich keinen Mana mehr. Da habe ich keinen Mana mehr. Could I get Ganks? Lee is always here. Das sagt so ein bisschen, dass Lee durchgehend hier Mitte chillt. Das ist ein bisschen kacke, salopp gesagt. Erstmal pingen. Wir könnten nämlich jetzt darüber kommen. Hat Echoing Kill. Ah, 3, 2, 1. The second first time. Das ist auch ein schöner Begriff. Das zweite erste Mal. Ah, erstmal Schluck trinken. Ne, das zweite erste Mal habe ich so noch nicht gehört. Da hat er erstmal 20 mehr Minions. Aber gut. Wir bleiben aktiv. Natürlich auch mehr Ability Power. Natürlich hat er das. Wäre sonst langweilig. Auf, komm. Einer geht noch. Und meiner. Das ist ätzend. Ich will auch einen Blue Buff. Das wird wahrscheinlich nichts ändern an der Tatsache, dass er besser ist als ich. Aber ich hätte einen Blue Buff, den ich weitergeben könnte. An Echo. Ich meine, wäre auch für den cooler, wenn er einen zweiten Blue Buff hätte. Ganz ehrlich. Ganz entspannt hau ich Minions auf den Kopf. Oh, oh, oh. Ich bin auf dem Weg. Der ist genauso gut. Er hat die neue Ward Place Meta auch raus. Die hat er auch schon gut rausbekommen. Ich sehe das schon. Leck. Nein. Oh. In your face. Jetzt ist es wieder meine Schuld. Natürlich. Guck mal, das nenne ich Damage. I do my own stunts. Immer dieses Mimimi. Dieses dezente Mimimi. Bleibst du wohl hier? Okay, renn. Toll. Toll. Ganz großes Kino. So feed now. Ja, dann hört mal auf, ihn zu feeden. Was ist er denn, der gute Nasus? 2-1-3. Ach, das geht auch noch. Das ist doch noch halbwegs entspannt. So. Keine Ahnung, wo Echo ist. Na, da oben. Gut, das schafft er aber ohne mich. Dann gehe ich erstmal zurück. Weil Mana ist mal wieder knapp. So, Abklingzeitenverringerung ist immer eine schöne Sache und vor allem auch ein Mana-Rack. Da wir ja keinen Blue Buff bekommen, irgendwie. Ellie ist gut gependelt zwischen Mitte und Top, das muss man ihm lassen.
Hau ihm auf den Kopf. Los. Bitch. So nicht. Habe ich mal ein bisschen aufgepasst. Da werden die Kombos right gesetzt, ja. Und dann kriegt der auf die Fräse. Jetzt muss man nur schnell genug wegkommen. Gut. Mehr davon. Weil das Lustige ist, er wird einmal gehittet durch die Ulti. Dann kriegt er einen dadurch, beziehungsweise zwei. Und dächt mit dem noch drauf, was dann auch noch gleichzeitig das hier macht. Was auch mittlerweile gut Schaden macht. Also die Kombination ist ziemlich mies. Gefällt mir natürlich. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich sie nicht gerade gegen mich habe. Juhu! Komm auf. Versuch mir was zu tun. Oh, versuch mir lieber nichts zu tun. Ja, Echo, komm hier rein. Ist eine gute Idee. Rumble, wo rennst du denn da lang? Okay, okay. Rumble, ich komme in deine Richtung. Okay. Gut. Jam. Ja, das ist hier gerade ein bisschen festgefahren, würde ich mal sagen. Die chillen hier, wir chillen hier, jeder chillt hier. Und ich glaube, ich sterbe bald. Ich brauche fucking Hilfe, die sind zu viert hier. Ganz ehrlich, Leute. Zu viert. Na, die gehen jetzt rein oder was? Nichts passiert. Schade, da hat er mich noch erwischt. Ich habe nicht dran gedacht, dass Ulti ja sein. Ulti. Ah ne! Er hat sogar. Das Blitz sein Schild hat. Aber es hat trotzdem ausgereicht. Er ist zumindest gestorben. Ich meine, okay. Ich bin auch gestorben. Uncool. Definitiv. Bam. Auch gut. Sein Kick rettet sie. Nein, 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 hier wird nicht surrendered. Ich meine, ist zwar kein Ranked, aber trotzdem, Surrender muss ja nicht sein. Wir spielen ja gerade mal 23 Minuten. Da kann sich noch einiges ändern. Okay, wahrscheinlich verlieren wir. Aber da kann sich noch einiges ändern. Einiges. Sean is the future. Deine Mutter ist die Future. So, wir machen hier fliegenden Wechsel. Gehen erstmal hier hoch zum Nasus. Sagen Hallo. Hallo Nasus. Oh, machst du Damage? Ist aber nett. Muss du jetzt nicht machen. Haust du einfach mal ab. Nein, Nasus, nein! So, geht doch. Zu dritt haben wir einen Platt gemacht. Ist doch alles gar kein Problem. Easy. Easy. Bam, nächster. Ah, du bist gestunt. Sehr schön. Ja, ich habe keine Power mehr. Ist ein bisschen uncool. Sorry, geht nicht. Ich muss zurück. Weißt du, keine Label. Keine gar nichts. So, dann kaufen wir doch mal das hier. Upgraden vor allem auch unser Trinket. Können wir ein paar mehr Wards placen. Der macht die halt noch. Ich sehe das schon kommen.
Ja, einen hat er gemacht. Den macht er jetzt wahrscheinlich auch noch, beziehungsweise er entkommt. Was ja fast genauso schlimm ist. Oh, können wir da ein paar Kills snacken? Bam. Okay. Ich habe irgendwie eine Angst, dass der Dings kommt, der Ulti von Jinx. Deswegen teleportieren wir uns jetzt mal hier. Und tschüss. Aber ihr habt gesehen, die Ulti kann man sehr schön einsetzen. Move and Speed, mal, ja, das klingt doch gut. Das klingt doch gut, da sagen wir doch nicht nein. Und wir haben Blue Buff. Blue Buff ist eine schöne Sache. Gerade das Echo, wo man eigentlich die Abilities relativ gut rausballern kann. Zum Bursten. Vor allem zum Bursten. So, bleiben wir jetzt hier oder gehen wir hoch zum Nasus? Wir bleiben hier, würde ich behaupten. Um einfach mal hier eine Runde Damage zu fahren. Und direkt noch eine Runde. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Oh, und cool. Ah, fuck. Das hätte so ein schöner Double Kill werden können. Wurde er aber nicht. Das war eher lausig. Das war grottig. Hacker im Chill da unten, pusht ein bisschen Turret, auch gut. Kann man mal machen. Kann man mal machen. 6-7-2, was Scheiß-Stats, ganz ehrlich. Fiden sind wir gerade gut, also ich, ihr natürlich nicht. Ihr natürlich nicht. Aber mir macht Fiden einfach Spaß. Einfach ganz viel Spaß macht das. So, können wir uns das mal gönnen, wunderbar. Und dann ab in die Mitte. Komm schon, go, go, go. Muss mal ein paar Wards placen gehen, wenn das hier sonst keiner macht. Ich meine, hier stehen 3 Stück. Gut, das war's dann aber auch schon. Keine Wards. So. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal einen Ward beim Baron hinstellen. Dann gehen wir top. Kleiner die Minions ein bisschen, um ein bisschen Kohle zu bekommen. Ja, sehe ich auch so. Sehr schön. Die meisten sind schon tot. Alle sind tot. Wird sie verfolgt? Nein, wird sie nicht. Gut. Das heißt, wir können hier weitermachen. Ganz ehrlich, wenn ich nicht lagge, ich sagte, wenn ich nicht lagge, ganz großes Kino. Ganz groß, ja, pusht ihr da mal rein. Das soll mir nur recht sein. Ich mach da mal hier weiter. Die Line gerade noch. Welcome to Zone. So, jetzt gehen wir zurück. Und hoffentlich schaffen wir es noch. Bevor der jetzt da ist. Ja, schaffen wir sogar noch. Wunderbar. Kaufen uns eine Kleinigkeit. Und los geht's. Los geht's. Die ganzen Speed-Upgrades, ganz ehrlich. Gut. Dann halt nicht. Daneben!
So, erstmal ganz entspannt den Schild hitten. Und hier nochmal rein. Komm schon. Sehr schön. So viel Premium. Und der Tod ist auch noch weg. Man muss nur aktiv ins Spielgeschehen einschreiten, dann geht das schon. Dann geht das schon. Ups. Jetzt weiß ich mir dann doch einer zu viel. Müssen wir mit dem da oben was anfangen? Erstmal porten. Erstmal heimgehen. Echo nach Haustelefonie. Hier schön mit Regenbogenfähnchen am Arsch sozusagen. Gut, 59 brauchen wir dafür. Da fehlt noch ein bisschen was. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier in Richtung Nasus und trinken einen Schluck. Geht doch, das ist doch gar kein Problem. Lasst Echo das nur regeln. Wird ganz entspannt weggebasht. Und den auch noch? Nein, den nicht mehr. Schade. Erstmal ein Mord. So einen kleinen Mord. Und Pech und... Oh, kriegen wir noch nicht den Minion komplett platt. Interessant. Nicht so cool natürlich. Aber so ist es nun mal. So. So und so. Und... Und cool. Genau. Wir laufen einfach zurück. Die machen jetzt erstmal ein Turret kaputt. Uncool. Das Blöde ist, da man hinter mir meine Figur nachlaufen sieht, könnte man mich theoretisch, auch wenn ich im Jungle bin, noch sehen. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Gut, wir greifen jetzt mal ein. Weil so geht das ja nicht. So geht das ja nicht. Sehr schön. Da wurde erstmal ein Enemy geslayed. Sehr, sehr schön. Machen wir wieder den. Ja, das Ding ist doch bestimmt nicht mehr da. Also da habe ich doch gar keine Erwartungen mehr. So, Ulti erstmal eine Stufe höher machen. Ein Ward aufstellen. Und dann auf der Bottom Lane ein paar Minions snacken. Ja, den kannst du gerne machen, Leona. Den haben wir gesehen. So. Walk away. Und nochmal Damage durchgehen. Dung. Und bumm. So, jetzt erstmal zurück teleportieren und wieder nach oben gehen. Wenn ihr wenig Leben habt, müsst ihr aufpassen, meine Freunde. Aufpacken. So, Homeguards. Siehst du, da stirbt er. Stirbt er direkt. Defeat. Shit, hab ich die Ulti gezündet. Das wollte ich doch gar nicht. Da musste ich mal schnell flächen.
Weil ein guter Flash ist manchmal doch ganz praktisch. So. Jetzt gehen wir da wieder rein. Ganz entspannt. Geht doch. Easy. 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 So. Ja, auf, geh doch rein. Dann halt nicht. Also wenn er sich nicht entscheiden kann, dann müssen wir auch nicht reingehen. Auf den Kopf gehauen. Auf den Kopf gehauen. Daneben. Ein bisschen Damage gemacht. Nicht so viel. Nur so ein bisschen. Komm schon. Komm schon. Nein, nein, nein. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann machen wir hier die Sphäre hin. Ah, ich hätte doch das Ulti nehmen sollen. Ulti wäre die richtige Wahl gewesen. Aber ich habe mich nicht fürs Ulti entschieden. Er geht halt einfach in nur, um einen Kill am Blitz zu bekommen. Den kriegt er nämlich jetzt nicht mehr. Jetzt schreibt er gleich wieder Sophie. Really? Go against 3 for the sucker. So, was ist jetzt hier kritisch? Nasus, wie viel ist 6? Ach, 792, ganz entspannt. Oh. Das könnte gar sogar lustig ausgehen. Oh ja, stunning, stunning. Stoß dich ab. Gib ihm richtig. Alter, die Kuh zieht Damage. Die zieht richtig Damage an ihm. Krass. An ihr. Nee, aber krass. Ein Q. Fast weg. So. Und direkt wieder unsere Q auch reinballern. Ich fände es geil, wenn die so viel machen wird wie die vom Nasus natürlich. Wow. Na, entfliehen wir doch erstmal. Und verstecken uns. Meins. Ich traue mich nicht dahin zu gehen. Wobei, ich habe meine Ulti. Die haben keine Ulti. Too late. Ach, wir gehen jetzt schon rein, oder was? Ganz großes Kino. Ja, auf, komm. Wow. Wow, wow, wow. Was gammelt der da? Hackerim chillt hart. Jetzt kommt Hackerim back in action. Und stirbt. Lol. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was Hackerim da macht. Aber es führt definitiv nicht zum Erfolg. So viel kann ich verraten. Ich meine, okay, das, was wir machen, jetzt auch nicht unbedingt. Aber mehr als das, was er macht. So viel weiß ich. So viel? 1160, sind wir 480. Noch 1600. So. Das heißt, bei 1480. 40. 40. Was ist? So, ja. Wir gucken mal, dass wir da unten die Minions snacken können. Ich muss dir sagen, ich sterbe gerne, aber mein Minion-Count ist eigentlich immer ziemlich geil. Die machen jetzt wahrscheinlich Baron, weil wir da nicht mal einen Ward haben. Ganz entspannt für die. Die haben Baron gemacht. Ja, damit dürfte das Spiel zu Ende sein jetzt gleich.
So viel kann ich schon mal verraten. Ich meine, die sind jetzt schon wesentlich stärker als wir. Und dann auch noch mit Baron. Und da dürfen die uns einfach wegpushen. Einfach so wegpushen. Das will ich doch gar nicht haben. Ich will doch hier Rabadons das Hühnchen haben. Komm schon, das Ding muss überleben. Nein! Gut. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Jetzt wird hier erstmal geflamed. Bam, bam, bam. Gut, ich würde sagen, damit endet das Ganze jetzt. Weil die werden das jetzt beenden. Ja. Gut, dann vielen Dank schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play League of Legends. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder abonniert uns. Ja, euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und bye bye.